Wir müssen unsere Musical-Show mit Pinky, dem Schwein und dem Creeper kurz unterbrechen, weil eine wichtige Eilmeldung in wenigen Sekunden ansteht. Wir sind gleich wieder für Sie zurück. Was? Ich hab doch so schön geschlafen. Programmunterbrechung im Fernsehen? Was? Max, komm mal her. Im Fernsehen kommt jetzt eine Wettermeldung. Die müssen wir uns unbedingt anhören. Was, Bobby? Hast du was gesagt? Ja, komm mal schnell her. Im Fernsehen läuft eine Wettermeldung. Die müssen wir uns unbedingt anhören. Das Programm wurde sogar unterbrochen. Okay, warte. Ich komm hoch. Eine Sekunde. Ja, beeil dich. Das geht jetzt los. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine kurze und sehr dringliche Wettermeldung. Die Sonne und die Minecraft-Welt werden morgen in einer sehr ungünstigen Konstellation stehen, dass wir Temperaturen über 80 Grad erwarten. Wir warnen alle Minecraft-Bewohner ausdrücklich davor, zu Hause zu bleiben. Die Sonne ist so heiß, dass man unmittelbar verbrennt. Das ist kein Scherz und keine Übung. Bleiben Sie zu Hause. Und jetzt weiter mit unserem laufenden Programm. Oh mein Gott, Bobby, das kann doch nicht sein. Oh Mann, wie blöd. Jetzt sind wir extra in Urlaub gefahren. Jetzt wird es so warm, dass wir nicht mal draußen sein können. Was für ein Mist, Max. Ich wollte mich hier doch hinlegen und einfach die Sonne genießen. Und jetzt wird die so heiß? Oh Mann. Na gut, dann müssen wir ja jetzt den letzten Tag ausnutzen. Komm, lass uns zum Strand. Jawohl, auf ins Wasser. Okay, Max, komm, dann lass uns direkt hier mit diesem Jetski-Rennen starten. Mega, aber erstmal muss ich meine Erdbeere essen. Und Bobby, ey, Wasserbombe. Was sagst du eigentlich zu meinem coolen Hut, Max? Der sieht sehr cool aus, Bobby. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, Max. 3, 2, 1 und los. Go. Okay, wir müssen hier immer durch die Bojen durch, Max. Ich glaube auch. Ich krieg dich. Ey, du bist ja viel schneller. Juhu, ich bin vor dir. Boah, das macht so Spaß. Oh, und um die Kurve rum. Boah, Max, ich glaube, wir müssen einmal um die komplette Insel fahren. Warte doch mal auf mich. Nein, ich warte doch nicht. Oh Mann, Leute, Max ist viel zu schnell für mich. Immer schön eng die Kurven nehmen, Bobby. Okay, ich gehe einmal kurz vom Gas, weil ich so nett bin. Okay. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, hier kommt eine scharfe Kurve. Mann, ey. Oh nein, ich bin vom Jetski gefallen, Max. Ich ertrinke. Oh nein, Bobby, alles gut? Ja, bin wieder drauf. Haha, dadurch konnte ich die wieder ein bisschen einholen. Oh nein, da ist schon die Ziellinie. Und yay! Nein! Du hast gewonnen, Max. Ja, das war doch schon mal richtig cool, Max. Komm, lass uns weiter nach Sachen suchen. Okay, machen wir. Max? Ja? Fällt dir was auf? Nein. Was denn? Der Strand ist wie ausgestorben. Die Leute gehen jetzt schon nicht mehr raus. Du hast recht, Bobby. Aber hey, wir haben ja zum Abkühlen noch unsere Wasserpistole. Hey, das tut weh. Außerdem habe ich gar keine Wasserpistole. Wo hast du die denn schon wieder her? Tja, und ich habe auch Wasserbomben. Boom. Was? Wie cool. Aber puh, Max, es wird echt immer wärmer hier draußen. Lass uns schnell weitermachen. Yeah! Guck mal, Max, ich liege auf der Luftmatratze. Das ist voll entspannt. Richtig cool. Okay, Bobby, aber ich habe noch was ich dir zeigen muss. Komm mal mit. Max, so lange kann ich auch nicht die Luft anhalten. Siehst du da unten die Korallenriffe? Guck mal, wie geil die aussehen. Wow, richtig schön. Aber mir geht die Luft aus, ich muss wieder hoch. Ja, schnell wieder hoch. Oh, das war ja knapp. Wo bist du? Hier. Ah, sehr gut. Okay, komm, lass uns schnell schauen, was wir noch so machen können. Bevor der Tag vorbei ist. Morgen können wir gar nicht mehr rausgehen. Ich hab'n Segway. Ich hab'n Segway. Hier ist ein Go-Kart. Mit dem Go-Kart kann ich auch fahren. Mega. Und guck mal, Bobby, hier. Der Stranddealer hat mir noch was ganz Besonderes gegeben. Bist du bereit? Ja. Wow, ein Wasserflugzeug. Und damit fliege ich jetzt weg und lass dich auf der Insel. Tschüss. Hey, du bist ja nur ein Einsitzer. Wie unfair. Max, ich glaube, du solltest wiederkommen. Die Sonne geht schon unter. Ah, da bist du ja. Die Sonne geht schon unter. Ich glaube, das war's. Wir müssen jetzt nach Hause. Oh nein, das kann doch nicht sein. Ich möchte mich hier noch ein bisschen auf die Luftmatratze legen. Meinst du wirklich, es wird so heiß, Bobby? Na bestimmt. Leute, was denkt ihr denn? Glaubt ihr, morgen wird es so heiß, dass man nicht mehr rausgehen kann? Schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Max, willst du da Wurzeln schlagen? Komm, lass uns nach Hause. Es ist dunkel. Oh Mann, ja, ich komme. Bobby, aber bevor wir nach Hause gehen, machen wir noch eine Sache. Und zwar fette Party. Wow, wie cool. Mega. Yeah.
Aber Max, fällt dir nicht auf, dass hier immer noch keine Leute sind? Ich glaube, die sind alle schon drin. Die bereiten sich schon auf den morgigen Tag vor. Ich glaube, wir sollten jetzt auch mal rein. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Max, du bist dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Max, wie lange laufen wir denn noch? Guck mal, es wird schon wieder hell. Die Sonne kommt. Wir hätten schon längst drin sein müssen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ach, Bobby, ich glaube, wir sind gleich da. Und guck mal, es ist doch gar nicht so heiß. Guck mal, total guck dir mal entspannt. Die Sonne an. Die Sonne ist übertrieben groß. Oh mein Gott, ich brenne, Bobby. Ich brenne auf. Wir müssen ins Wasser. Schnell. Oh mein Gott. Schnell ins Wasser. Oh. Gott. Puh. Oh. Hey, und man bekommt direkt wieder Schaden, wenn man rausguckt, Max. Oh mein Gott, Bobby. Nein. Hilfe. Das kann doch nicht wahr sein. Bobby, es ist wirklich wahr. Oh mein Gott, Max, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Unser Haus ist in weiter Entfernung. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach zu schwimmen, Bobby. Ich glaube auch, im Wasser sind wir wenigstens sicher. Ja. Max, siehst du das? Was ist das denn, Bobby? Oh, das sieht nach einer Forschungseinrichtung unter Wasser aus. Gibt's hier einen Eingang? Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Ich auch nicht. Lass uns schnell einen Eingang suchen. Oh, oh. Ob wir das noch schaffen? Max, hier geht's rein! Schnell! Oh, puh, ich hab's gerade so geschafft. Komm schnell, Max, hier ist die Tür, hier ist der Eingang. Boah, geschafft, schnell die Luke schließen. Um Gottes Willen. Wer sind Sie denn? Ihr müsst Bobby und Max sein. Ich hab schon auf euch gewartet. Hä? Woher kennen Sie unseren Namen? Gewartet? Was soll das? Willkommen in meiner Unterwasserforschungsbasis. Hier arbeite ich normalerweise an U-Booten, aber aktuell beschäftige ich mich mit der Sonne. Ihr habt es sicher schon mitbekommen. Oh ja, wir haben es mitbekommen. Mit der Sonne stimmt was nicht, wenn man verbrennt draußen. Ja, das war richtig heiß draußen. Wir sind direkt verbrannt und mussten dann ins Wasser springen und dann sind wir halt hier gelandet. Ja, die Sonne ist schon ziemlich heiß, aber ich habe eine Lösung parat. Leider gab es eine Explosion im Reaktor und die Teile meiner Maschine, um die Sonne abzukühlen, sind verloren gegangen. Könnt ihr mir helfen, sie wiederzufinden? Aber ja, natürlich. Sagen Sie uns einfach, was wir tun müssen. Ja, wir helfen immer gerne. Sehr gut. Steigt ins U-Boot und sucht die Teile der Maschine. Wenn ihr bessere U-Boote braucht, sagt mir Bescheid. Ich kann euer U-Boot upgraden. Okay, und wo finden wir die Teile? Hier auf der Karte habe ich die Orte eingezeichnet. Dort findet ihr die Teile. Oh, wow, okay. Das ist das. Ey, runter von der Karte. Ja, Entschuldigung. Mann, Max, du sollst aufpassen. Was haben wir denn hier? Ein Piratenschiff? Eine versunkene Stadt? Was ist das hier? Das, lieber Max, ist ein Seeungeheuer. Und hier vor mir seht ihr noch die Unterwassermine. Oh mein Gott, ein Seeungeheuer? Na gut, okay. Und hier geht's lang zum U-Boot? Richtig. Auf, ihr beiden. Okay, danke. Dann machen wir uns mal los. Komm, Max. Ja, ich komme. Oh, ist das alles seltsam schon wieder. Oh, das Licht geht sogar an. Da ist ein U-Boot. Aber in das U-Boot passt ja nur einer rein. Max, schau dir das mal an. Ich glaube, wir können noch ein weiteres aktivieren. Ich habe einen Knopf gedrückt und dann ist noch ein U-Boot rausgekommen. Mega. Okay, dann lass uns mal in die U-Boote rein. Ich bin drin, Bobby. Ich auch. Hier ist ein Hebel. Damit kann ich das U-Boot nach unten bewegen. Okay, ich sehe es. Ich drücke auch mal den Knopf nach unten. Es geht abwärts, Bobby. Max! Es geht runter. Ich bin auf der maximalen Tiefe angekommen. Das ist aber nicht sehr tief. Oh, ich sehe es. Tiefer kommen wir wohl noch nicht. Okay, Bobby, wir müssen das erste Maschinenteil finden. Das wird wohl auf dieser Ebene sein. Oh, Bobby, das Piratenschiff. Ja, hier ist das Piratenschiff, von dem er gesprochen hat. Aber wir müssen noch ein bisschen tauchen. Ja, weil tiefer kommen wir mit dem U-Boot ja nicht. Na gut, Max, komm. Aussteigen, Luft anhalten. 3, 2, 1, go. Und los. Max, wo müssen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ist das hier eng? Da vorne ist eine Tür, Bobby. Schnell, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Hier. Oh Gott, oh, eine Truhe. Was ist da drin? Nimm alles raus, wir schauen uns das später an. Schnell. Oh mein Gott, ganz viele Münzen. Ich nehme alles raus. Komm, schnell, wir müssen hoch. Münzen. Und ich glaube, es ist der Sonnenreaktor. Ich komme. Oh Gott, Max, das war ganz schön knapp, aber wir haben es doch gerade so geschafft. Alles gut bei dir? Oh, Gott sei Dank. Alles gut, Bobby. Okay, lass uns zurück zur Basis gehen. Wir brauchen unbedingt U-Boote, die tiefer tauchen können. Und wir müssen uns natürlich anschauen, was in der Truhe war. Komm schnell, zurück. Ja, ich sehe es schon, Max. Ich habe hier ganz viele Münzen aus der Truhe und einen Sonnenreaktor. Ich wette mit dir, das braucht der Professor aus der Forschungseinrichtung. Oh mein Gott, wie heftig, Bobby. Auftauchen. Okay, Bobby, schnell hier rein. Wir lassen die U-Boote hier stehen. Gute Idee. Und guck mal, Max, da ist ein Hai. Wir sollten uns beeilen. Puh, das hat geklappt. Warte, ich mach dir auf. Oh. Komm rein.
Ha, sehr gut, ihr beiden. Habt ihr das erste Bauteil gefunden? Ja, ich glaube schon. Natürlich, Herr Professor. Schauen Sie mal hier, einen Sonnenreaktor. Ist es das, wonach Sie gesucht haben? Genau das brauche ich. Okay, Herr Professor, dann ist hier der Sonnenreaktor für Sie. Bitteschön. Sehr gut, vielen Dank. Aber Professor, eine Sache, wir mussten eben schon ganz schön tief tauchen und das war wirklich knapp. Meinen Sie, Sie können uns ein besseres U-Boot geben? Ich sehe ja noch ganz viele aufgemalt. Hier sind richtig viele coole weitere U-Boote. Gar kein Problem, ich schalte euch ein weiteres U-Boot frei. Und jetzt auf, sucht das zweite Teil. Okay, Herr Professor, tschüss. Tschüss, dann schauen wir uns mal die neuen U-Boote an. Boah, die sehen geil aus. Richtig heftig. Schnell rein und die weiteren Sonnenteile suchen. Die Bedienung müsste ja genauso sein wie davor. Hier geht's runter. Oh Gott, ja, es funktioniert, Max. Mega. Mal gucken, wie tief diese U-Boote tauchen können. Oh mein Gott, Bobby, das ist eine ganze Ecke tiefer. Oh ja, Max. Wir sind richtig tief. Lass uns schnell die Unterwasserstadt suchen. Oh Mann, leben hier viele Tiere in dieser Unterwasserwelt, Bobby. Ja, total verrückt. Haie, Delfine, Kugelfische. Heftig. Aber komm, Max, wir müssen weiter. Wir müssen die Unterwasserstadt finden. Ja, ich weiß. Hallo, Seepferdchen. Guck mal, hier sind kleine Seepferdchen, Bobby. Wie süß. Da unten ist etwas, was wie ein Haus aussieht. Ist das die Unterwasserstadt? Oh ja, Max. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Lass uns schnell tiefer tauchen. Noch ein bisschen nach unten. Okay, das sieht gut aus. Das sieht mir ganz nach einer versunkenen Stadt aus, Max. Ich glaube, die ist von Seepferdchen bewohnt. Wie süß. Oh, tiefer gehen die U-Boote nicht, Bobby. Wir sind an der Grenze angekommen. Okay, ich merke schon, aber das ist ja schon mal tiefer als mit dem U-Boot zuvor. Da müssen wir auch hier wieder den Rest so schaffen, ohne U-Boot, Max. Oh Gott, okay, dann los geht's. Okay, du weißt, was das heißt, Max. Luft anhalten in 3, 2, 1. Oh Gott, okay. Oh Gott, nee. Hier ist eine Truhe, Bobby. Eine Truhe? Hier ist eine Truhe. Ja, komm. Schnell die Truhe öffnen. Was ist da drin? Ja, der Strahlungsdiffusor. Das ist bestimmt das Stück, was der Professor braucht. Ich pack alles ein. Nimm's raus, wir müssen hoch. Oh Gott, Max, das ist wieder eine ganz schön knappe Geschichte. Oh. Gerade noch so geschafft. Hallo? Alles gut, Max? Hallo, Bobby. Alles ist gut. Ich hab's gerade so geschafft. Okay. Wir müssen zurück zum Professor. Schnell. Auf geht's. Nach dem Sonnenreaktor haben wir jetzt den Strahlungsdiffusor gefunden. Hallo, Mr. Hai. Ein Hai? Oh Gott. Zum Glück sind wir in einem U-Boot. Oh Mann, Max. Du weißt, was das Schlimmste ist. Später erwarten uns nicht nur Haie, sondern noch ein Monster. Ein Unterwassermonster. Oder wovon hat der Professor da gesprochen? Oh ja, Bobby. Da habe ich auch Angst vor. Okay, wir müssen noch ein bisschen auftauchen. Okay, sehr gut. Dann rein zum Professor. Okay. Oh, hallo Professor, da sind wir wieder. Sehr gut, habt ihr den Strahlungsdiffusor gefunden? Ja, genau, den Strahlungsdiffusor. Der war in der versunkenen Stadt versteckt. Aber wir haben ihn gefunden. Hier, Herr Professor, schauen Sie sich das mal an. Oh, Bobby, Max, ich bin sehr stolz auf euch. In der Zeit konnte ich auch das U-Boot weiterentwickeln. Ihr bekommt jetzt ein weiteres Upgrade, um noch tiefer zu tauchen. Ja, ich glaube, das müssen wir auch. Denn jetzt geht's ja schließlich in die Unterwasserminen, richtig, Herr Professor? Richtig, das U-Boot steht für euch bereit. Viel Spaß. Okay. Okay, los geht's. Weiter. Oh mein Gott, Bobby, die neuen U-Boote sehen mega krass aus. Guck dir die mal an. Die Bedienung ist ja genauso wie davor. Guck mal, wir haben sogar Greifarme. Wenn ich das auf seiner Karte richtig gesehen habe, Bobby, müssen wir jetzt hier lang. Oh ja, unsere U-Boote gehen ja jetzt noch mal viel tiefer. Ich fürchte, wir müssen hier unten in die Schlucht. Sinkmodus eingeleitet. Okay, Max, ich komme. Es geht abwärts, Bobby. Oh Mann, und wie es abwärts geht, Max. Das ist ja eine gewaltige Schlucht hier. Sieht ganz genauso aus wie auf der Karte vom Professor. Ja. Oh mein Gott, Bobby, wie tief geht das denn noch? Ich weiß es nicht, Max. Aber die U-Boote scheinen gut gebaut zu sein. Langsam wird mir ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Aber die Geräte zeigen an, dass der Druckausgleich noch funktioniert. Also alles in Ordnung. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Dann schauen wir mal hier, wo wir lang müssen. Der Professor hätte uns die Karte auch mal ruhig mitgeben können. Ja, da hast du recht.
Hier ist eine Höhle, Bobby. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, das sieht mir nach der Unterwassermine aus. Da ist auch da schon ist die eine Truhe. Ich spring raus, bleib du im U-Boot. Alles klar, ich warte hier. Du schaffst es, Bobby. Zum Glück musst du diesmal nicht so tief tauchen. Ja, die ist ja nicht so weit weg. Hier ist ein UV-Schild drin. Ich nehme alles mit, auch die Münzen. Sehr gut, Bobby. Schnell, du musst zurück zu deinem U-Boot. Ja, ich beeil mich. Okay, ich bin drin. Sehr gut, Bobby. Okay. Dann kommen wir hier doch bestimmt weiter. Hier geht es weiter, genau. Oh Gott, ich komme nicht durch. Moment. Bobby! Das Monster! Wir sind beim Monster! Beim Monster? Das kann doch nicht wahr sein! Oh Gott, ich sehe es! Wir hätten doch erstmal weiter zu Forschungsstationen müssen! Aber da unten ist die Truhe, Bobby! Bobby, tauch ab, es sieht uns nicht! Da unten ist die Truhe, siehst du sie? Ja, ich sehe die Truhe! Du bist eben rausgeschwommen, diesmal schwimme ich raus! Okay! Hier ist eine Energiezelle und jede Menge Coins, ich nehme alles mit, Bobby! Ja, schnell, beeil dich, Max! Du hast nicht mehr viel Sauerstoff und das Monster, das kommt, glaube ich, immer näher! Wo ist das überhaupt? Ich weiß es nicht, wo ist es? Oh mein Gott, es kommt! Okay, dann schnell zurück zur Forschungsstation. Lass uns dem Professor die Sonnenteile überreichen. Wir müssen auftauchen, am Monster vorbei. Okay. Los. Okay, Bobby, wir sind da, endlich. Schnell rein zum Professor. Oh Mann, was für ein Abenteuer. Ja, schnell aus dem U-Boot raus. Hallo, Professor, wir sind da. Wir haben beide Teile auf einmal geholt. Was? Beide Teile auf einmal? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, hier, schauen Sie mal. Ich habe einmal das UV-Schild und Max... Die Energiezelle, Herr Professor. Und da waren noch ganz viele Münzen. Ja. Sehr gut, Bobby und Max. Mit diesen Teilen kann ich die Maschine reparieren. Ihr seid fertig für heute, Bobby und Max. Geht an die Oberfläche. Bis ihr oben seid, läuft die Maschine wieder und die Sonne sollte euch nichts mehr anhaben. Oh mein Gott, wie cool, Max. Okay, Bobby, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch oder was? Sind Sie sicher, Herr Professor? Jawohl, die Maschine wird gleich einsatzbereit sein. Okay. Okay, cool. Auf geht's, Max. Komm. Los, nach oben. Oh Gott, ist auf jeden Fall helllichter Tag, aber... Die Sonne ist nicht mehr so groß und sie verbrennt uns auch nicht mehr. Max, komm hoch! Was? Das ist ja Wahnsinn. Herr Professor, dürfen wir uns ein Boot nehmen und zurück zu unserer Urlaubsinsel fahren? Sicher, Bobby und Max. Nehmt das Boot als Dankeschön. Okay, Max, komm. Wie cool ist das denn? Ich glaube, hier ist Platz für uns beide drin. Let's go, Bobby. Los geht's. Yeah! Woohoo!